Wahnsinn! Senior Fusion! Von dem gibt's jetzt einen Film. Das muss ich den anderen erzählen. TJ verspätet sich ganz schön. Seht doch, da kommt er. Freunde! TJ, was ist denn los? Fusion kommt! Senior Fusion? Dieser Comic-Held? Soll das etwa ein Witz sein? Das ist kein Witz. Es gibt jetzt einen Film davon. Toll, es gibt jetzt einen Senior-Fusion-Film. Das ist einzigartig. Einer meiner größten Träume wird erfüllt. Ich find's toll, ihn mir nochmal anzusehen, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß, was du meinst, Spinelli. Ich werde ihn mir in diesem Monat 50, 60 Mal ansehen. Aber das Allerwichtigste ist die Premiere. Deshalb werde ich zur allerersten Aufführung des allerersten Senior-Fusion-Films ganz vorne an der Kasse stehen. Irrtum, Detweiler. Ich werde der Erste sein. Träum ruhig weiter, Lawson, denn ich bin Fan numero uno von Senior-Fusion. Nein, wer hier träumt, bist du, Detweiler. Ich bin Nummer 1. Ich störe euch nur ungern, Freunde, aber keiner von euch wird Nummer 1 sein. Premiere ist am Freitag um 11 Uhr vormittags. Leider habt ihr beide dann Unterricht. Ja, und Miss Grotke will an diesem Vormittag eine Arbeit schreiben lassen. Ihr schreibt vielleicht an diesem Vormittag eine Arbeit, aber ich habe das. Eine Bescheinigung, dass ich an diesem Tag nicht zur Schule muss. Unterschrieben und alles. Schreib du deine Arbeit, Detweiler. Ich werde währenddessen im Kino mit Senior Fusion Abenteuer erleben. Ich kann den Kerl einfach nicht ausstehen. Es geht einfach nicht, dass Lawson sich als Erster den Film ansehen kann. Ich werde auch die Schule schwänzen. An sowas darfst du nicht mal denken. In der vierten Klasse. Das ist zu schwänzen, das ist gefährlich. Es kann passieren, dass man auch anfängt und später das College schwänzt. Tu nichts, was dir hinterher leid tut. Du kannst dir immer noch eine spätere Vorstellung ansehen. Glaub mir, es ist nur zu deinem Besten. Tatsächlich, Vince, sag das mal meinem gebrochenen Herzen. Ich glaub es nicht. Schuld. Du und dein verflixter, wahrscheinlich genialer, toller Film. Aber wie soll man dein größter Fan sein, wenn du deine Premiere während der Unterrichtszeit stattfinden lässt, hä? Sag mir das mal, Mr. Senior Fusion Superman. Na los! Es lag mir fern, eurem Planeten irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Senior Fusion? Tut mir leid, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Das war sehr komisch. Das sollte es auch sein. Ich habe praktisch mein ganzes Leben im Showbusiness verbracht. Was soll ich nur tun? Hättest du eine Idee, Senior? Er würde dem Bösen eine Lehre erteilen, die er nie wieder vergessen wird. Eine Lehre erteilen? Ja, das ist es! Danke, Senior Fusion! Dankeschön! Dann wusste ich's. Senior Fusion würde nie schwänzen, also tue ich's auch nicht. Gehst du den nächsten Freitag nicht ins Kino? Klar gehe ich dahin und ihr kommt alle mit. Was? Dir sitzt deine Mütze wohl zu eng. Wie sollen wir das anstellen? Bleibt geschmeidig, ich erklär's euch. Also folgendes. Miss Grotke, könnte ich Sie sprechen? Klar, Gretchen, was ist denn los? Naja, ich würde gern für diesen Freitag einen Ausflug vorschlagen. Und zwar zur Premiere von dem ersten Senior-Fusion-Film. Ich weiß, was Sie denken. Was hat so ein Hollywood-Kassenschlager für einen erzieherischen Wert? Wussten Sie, dass in dem Film die atomare Abrüstung eine große Rolle spielt? Ach ja? Ja, Senior-Fusion ist gegen jegliche Atomwaffen. In Heft 995 ist er deswegen sogar verhaftet worden. Dann wäre doch ein Kinobesuch in diesem Fall nützlich und lehrreich. Bueno. Ich sag's Ihnen, Trainer, es gibt kein besseres Beispiel für Körpertüchtigung als Senior Fusions Sprünge von Hochhaus zu Hochhaus, während ihm eine Kopfgeldjägerin an seinem Waffengurt hängt. Ich muss ehrlich zugeben, das klingt gar nicht so schlecht. Voilà. Ein hervorragendes Modell des Movie Dome Guard. Recht herzlichen Dank, Mr. Dunn. Dieses Gebäude zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Es wurden klassische Elemente verarbeitet, sowie auch Elemente aus der Moderne. Wir könnten ja unheimlich viel über Architektur lernen, wenn wir mal mit Ihnen in dieses Movie Dome Kino gehen würden. Vielleicht könnte ich da ja mal einen Vorschlag machen. Was zum Teufel geht hier vor? Oh, Direktor Prickly? Hier. Was ist denn das? Eine Petition unterschrieben vom Lehrkörper, in der wir verlangen, dass wir mit unseren Schülern zur Premiere des neuen Senior-Fusion-Films gehen dürfen. Das ist genau wie in den 60ern. Schüler sollen während des Unterrichts zu einer Filmpremiere gehen? Na toll! Seid ihr übergeschnappt? Der Oberschulrat würde mich kehren und fliehen. Ich wusste gleich, das ist ein dummer Vorschlag. Die Antwort lautet nein. Oh. Jetzt geht zurück in eure Klasse. Und was die Lehrer angeht, wir sprechen uns später. Warten Sie! Bestrafen Sie sie nicht! Ich war's. Ich wollte unbedingt zur Premiere des Senior-Fusion-Films gehen. Ich verstehe, Detweiler. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Pech für dich.
Und ich weiß, dass Sie da auch gerne hin möchten. Worauf willst du hinaus? Ich weiß, dass Sie ein genauso großer Senior Fusion-Fan sind wie ich. Oh. Lächerlich, wie kommst du darauf, dass ich ein Fusion-Fan bin? Erstens, nur Fans nennen ihn Fusion. Zweitens habe ich gesehen, dass Sie unter Ihrem Golf für Lehrer-Magazin einen Stapel Senior Fusion-Hefte aufbewahren. Die habe ich euch Rotzlöffeln alle weggenommen. Und drittens, was ist denn hiermit? Mein Fanclub-Ausweis, gib ihn wieder her. Und jetzt verschwindet wieder in eure Klassen. Ja, wir gehen, aber jeder echte Fusion-Fan würde sich die Premiere am Freitag nicht entgehen lassen. Sowas würden nämlich nur Unwissende tun. Was war das? Ich sagte, sowas würden nur Unwissende tun. Bin ich so einer? Ja, dann hätte ich dir jetzt mal was sagen. Ich weiß mehr über Fusion, als du je lernen wirst. Das glaube ich nicht. Ich bin der König der Fusion-Freaks. Ach, ist das so? Es ist so und beweisen kann ich das auch. Stellen Sie mir 10 Fragen über Senior Fusion, egal was. Wenn ich sie beantworte, dann lassen Sie uns ins Kino gehen. Aber wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, nur eine, dann arbeitest du in der Ablage und hilfst Menlo für den Rest des Jahres. Und ab sofort redest du mich mit Direktor Fusion an. Verstanden. Ja! DJ! Los, schnell an die Fenster! Und du weißt also alles über Senior Fusion. Hast du schon mal eine Senior Electricity Actionfigur gesehen? Wusstest du, dass das mal sein Name war? Schon gehört. Wenn man nur verstehen könnte, was die da drinnen reden. Fangen wir mal mit etwas Einfachem an. Welcher Gegenstand war im Heft 524 Objekt von Senior Fusions Besitz? Nein. Fangfrage. Fusion besitzt nicht einen einzigen Funken von Besitzneid. Seine Einsatzfreudigkeit wurde von dem Zauberer von Us fälschlicherweise als Besitzneid ausgelegt. Und weiter geht's. Alle Wetten müssen vor der Frage abgeschlossen sein. Schokoriegel mit Karamellfüllung zählen doppelt. Senior Fusion begab sich während der Jahrtausendverschwörung in das Lager des Superteams. Falsch. Er gehörte nur in 2 Heften zum Superteam. Und das nach Beendigung der Jahrtausendverschwörung. Seine zickzackförmige Narbe stammt von einer Verbrennung, als er einmal zu dicht an der Sonne vorbeiflog. Falsch. Sein Bolero, ein Geschenk von Toon the Mighty, ist feuerfest. Richtig, er geht nie ohne einen Magneten aus dem Haus. 2-mal. 1-mal, als er sich um das Präsidentenamt bewarb und 1-mal, als er an den Stadtrand zog. Das war die Farbe beige. Heft 254, Senior Fusion, wir kennen sie kaum. Meine Güte, was sind wir clever. Na gut, du Schlaumeier, eine letzte Frage. Es geht um alles oder nichts. Schießen Sie los, Sir. Jetzt kommt's. Wie war der Name der einzigen Freundin, die Senior Fusion je hatte? Freundin? Ich wusste gar nicht, dass er eine Freundin hatte. Das war in den frühen Heften, nicht? Das ist aber blöd. TJ hat keine Hefte aus dieser Zeit. Ganz recht, das war in den frühen Heften. Das Ding hier ist älter als deine Eltern, Detweiler. Ist er erledigt? Sind wir alle erledigt? Tut mir leid, aber nur mit 10 richtigen Antworten kommt ihr ins Kino und ich habe das Gefühl, dass dir die Zeit davonläuft. 5, 4, 3, 2... Wollen Sie Ihren richtigen Namen oder Ihren Mädchennamen? Der Mädchenname war nämlich Vivian Wexwilder, bis sie gezwungen wurde, den teuflischen Dr. Abscheulich zu heiraten. Dann hieß sie Vivian Abscheulich, bis sie ihn in das Gefängnis werfen ließ. Das war kurz nach der Hochzeit. Danach hieß sie wieder Wexwilder. Fusion hat sie aber immer Femi Fatal genannt, denn auch wenn seine Frau war, Mann, war die gefährlich. Ich würde sagen, das war völlig falsch. Was? Das kann nicht falsch sein. Das ist es aber, du Alleswisser. Ihr Spitzname war Femme Fatale und nicht Femi Fatale, wie du gesagt hast. Das wird anders ausgesprochen. Also, ich freue mich, dass du mir bei der Aktenablage behilflich sein wirst. Freitag geht es los. Er hat verloren. Ich muss mich hinlegen. Sie behaupten, Sie hätten gewonnen, nur weil ich einen Namen falsch ausgesprochen habe? Wette ist Wette, Kleiner, und du hast verloren. Ich habe schon verstanden. Sie haben mich reingelegt, und zwar mit einer Lappalie. Das ist so typisch für euch Erwachsene. Ja, ja. Vergiss nicht, die Tür zuzumachen, wenn du gehst. Wissen Sie was, Direktor Prickly? Was Sie da tun, würde kein einziger Senior Fusion-Fan auf der ganzen Welt tun. Senior Fusion legt niemanden rein und würde niemanden wegen einer Lappalie verlieren lassen. Das machen nämlich immer nur die Ganoven. Fusion steht für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Solche Sachen, die Leuten wie mir was bedeuten und die Ihnen auch mal was bedeutet haben, Sir. Hier, bitte, Ma'am. Ich hätte gern eine Karte. Und zwar zum Schülertarif. Was geht denn hier drin vor? Du hast also gedacht, du könntest die Schule schwänzen, Los. Du hattest doch eine Entschuldigung wegen einer Familienfeier. Das verstehe ich nicht. Nee, ich wollte auch dahin, aber meine Eltern sind krank geworden und haben mich Popcorn holen geschickt. Verschwinde, Los. Du wirst für den Rest des Jahres nachsitzen. Aber...
Eins muss ich dir lassen, TJ. Du wirst in die Schulgeschichte eingehen. Psst, es geht los. Bitte, Miss Fenster, ich kann schon die Vorspannmusik hören, ganz deutlich. Ja, heul ruhig rum, du Betrüger. Das gibt's doch gar nicht. Er ist in einem Kraftfeld gefangen. Das ist nur eine Lösung, nicht wahr, Kollegen? Ganz recht, mein Junge. Setz deine Konverterhandschuhe ein, Fusion. Jetzt weiß ich's. Ich setze meine Konverterhandschuhe ein. Na, wer sagt's denn? Schon dein Essensgeld raus, du Wurm. Lass den Jungen runter, Gammon. Ich hab ihn losgelassen, Spinelli. Ich hab dabei ein bisschen Geld abgegriffen, aber ich hab ihn losgelassen. Dieser Gammon ist so eine Ratte. Er sucht sich immer nur die Schwächeren raus. Der macht mich so sauer. Ich könnte das hier bauen und zum Einsatz bringen. Wow. Was ist das denn, Gus? Das ist eine Falle, die entwerfe ich, seitdem ich Gellman das erste Mal über den Weg gelaufen bin. Ich nenne sie den Galliminator 6000. Auch wenn diese Konstruktion etwas primitiv aussieht, könnte es durchaus möglich sein, jemanden zu fangen. Ja, aber wem nutzt das schon? Ich werde diese Falle sowieso nicht einsetzen. Seht doch, was ist denn das? Das Ding sagt dir deine Zukunft voraus. Davon habe ich auch schon gehört. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8 und dann wirst du schon sehen. Hey. An eurer Stelle würde ich die Finger davon lassen. Warum nicht, Butch? Die Dinger sind doch total stark. Stark? Natürlich, das kann schon sein. Aber nur, wenn man sie selber gefaltet hat. Ihr habt das Ding auf der Erde gefunden. Ihr wisst gar nicht, wo das herkommt. Hör doch auf, Butch. Jeder von uns weiß, dass die Dinger Quatsch sind. Die sind Quatsch? Das hat Stinky Peterson auch gedacht. Was? Stinky Peterson? Es war ein Tag wie jeder andere blöde Tag auch. Stinkys Mom hat ihn mit zum Einkaufen geschleppt. Er wartete auf sie vor der Bekleidungsabteilung, als dieses Ding oben vom Café heruntergeweht kam. Stinky war natürlich neugierig, wie jeder von uns. Was sollte schon groß passieren? Nein! Seit damals wurde Stinky Peters nie wieder gesehen. Ach, hör doch auf. Die Kinder in der ersten Klasse lernen schon, wie man die Dinger faltet. Los, wir probieren das aus. Ich hab versucht, sie zu warnen, Stinky. Keiner soll sagen, ich hätte es nicht versucht. Ich würde sagen, los geht's. Wollen mal sehen. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du wirst bald zu den Reichsten der Welt gehören. Oh, na, wer sagt's denn? Jetzt ist jemand anders dran. Ihr glaubt doch nicht etwa an diesen Stinky Peterson-Quatsch. Jetzt kommt schon. Natürlich nicht. Ich nehme die 4. 1, 2, 3, 4. Eine wichtige Arbeit wird vorzüglich benotet. Das Ding ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Ding meint es wirklich gut mit uns. Ich will als Nächste. Nein, ich bin dran. Ich bin die Nächste. Die Logik schreibt vor, dass abwechselnd immer nur ein Junge und ein Mädchen drankommen. Ich nehme die 1. Du wirst eine Reise in ein fernes Land unternehmen. Meine Güte, das hört sich ja aufregend an. Ich bin dran. Oh, großer Glücksbringer, welches Wunder wartet auf mich? Reichtum, Abenteuer, vielleicht auch beides zusammen. Ich nehme die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iss und trink und sei fröhlich, denn morgen wird dein letzter Tag sein. Oh, hey, was für eine Voraussage ist das denn? Stinky Peterson hat sicher auch sowas gekriegt. Aber das ist nicht fair. Ihr hattet so tolle Sachen und ich habe hier den Stinky Peterson gezogen. Reg dich nicht auf, Gus. Das geht sowieso nicht in Erfüllung. Ich meine, es ist doch schwer, sich vorzustellen, dass Spinelli mal reich wird oder dass Gretchen auf eine Reise geht oder dass TJ eine Arbeit gut schreibt. Das wird nie was. Herzlichen Glückwunsch, mein hochbegabter TJ Detweiler. Er ist einer der begabtesten Jungen, dessen Aura den ganzen Tag strahlen wird. 101%. Aber das kann doch nicht sein. Ich habe tatsächlich nur 100%. Toll, TJ hat die beste Arbeit der Klasse geschrieben. Ganz genau, wie das Ding es vorhergesagt hat. Ist das nicht Wahnsinn? Ihr müsst schon zugeben, sowas ist wirklich merkwürdig. Das ist total erstaunlich. Solche Vorhersagen haben schließlich eine Trefferquote von 1 zu 6 Millionen. Jetzt rechne doch mal, TJ. Ach du dicke Socke, seht mal, was hier klebt. 50 satte amerikanische Dollar. Ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Oh, Wahnsinn. Spinelli glaubt wirklich, dass sie reich ist. Genau, wie es in der Voraussage stand. Und das schon wieder. Das sind doch alles nur reine Zufälle. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, ich habe nicht vor, in ein fremdes Land zu reisen. Richtig, Grandler. Ja, Sir, ich bin hier, Direktor Brickley. Dieses Telegramm ist gerade für dich abgegeben worden. Bei der Gelegenheit weise ich dich darauf hin, dass ich genug zu tun habe und nicht noch den Botenjungs spielen möchte. Ich will, dass sich so etwas nicht wiederholt. Was steht denn drin, Gretchen? Das ist von diesem Reisemagazin. Ich habe in deren alljährlichen Preisausschreiben gewonnen. Ich fliege für ein halbes Jahr zu einem Studienaufenthalt auf die Galapagos-Inseln. Juhu! Galapagos! Galapagos! Eine Reise in ein fernes Land. Das ist die dritte Vorhersage, aber das heißt ja, dass ich...
steckt denn Gus? Ich dachte, der spielt Fallschirmjägerpatrouille auf der Schaukel. Das kommt schon noch, das lässt er sich doch nicht entgehen. Fallschirmspringerpatrouille, ich bin soweit. Gus, was soll denn das? Was soll dieser Aufzug? Man muss vorsichtig sein. Schaukelunfälle sind die dritthäufigste Verletzungsursache bei Kindern. Oh Mann. Schon Gas, Fischstäbchen sind doch dein Lieblingsgericht. Jetzt hau rein. Bin ich denn lebensmüde? Sie könnten vergiftet sein. Vielleicht sind sie voll Gräten oder nicht richtig durchgekocht. Ich brauche einen Vorkoster. Das könnte ich doch für dich tun. Ich finde, es schmeckt prima, Gas. Daran ist nichts auszusetzen. Hör zu, man kann nicht vorsichtig genug sein. So überträgt ein winziger Moskito den tödlichen Malariaerreger von einem Opfer zum nächsten. Ah! Ich bin verwundet. Rufen Sie sofort einen Notarzt. Hören Sie, ich verblute. Sehen Sie doch. Du hast dich bloß an einem Blatt geschnitten. Es gibt nicht mal Pflaster, die so klein sind. Handschuhe, ich hab doch gewusst, ich hätte Handschuhe tragen jetzt sollen. Jetzt beruhige dich. Durch diese Vorhersage drehst du total ab. Wenn sie tatsächlich stirbt, dann geschieht doch alles erst morgen. Ja, du hast recht. Es geschieht erst morgen. Oh, ich sollte mich besser beruhigen, denn ich habe noch einiges zu regeln. Ich habe versucht, alles gleichmäßig aufzuteilen. Hier ist für jeden von euch eine Liste. Wahnsinn, ich krieg deine kleine Schlange. Das finde ich klasse. Behalt deine Sachen, du bleibst uns schon noch erhalten. TJ hat recht, und jetzt komm, spielen wir Kickball. Kickball, das ist doch genauso langweilig wie das Leben überhaupt. Man tritt den Ball und dann rennt man wie ein Irrer immer wieder um die vier Bases herum. Bis man eines Tages, bam, endet wie Stinky Peterson. Na gut, spielen wir dann eine Runde abwerfen? Gute Idee, meine Bälle fange ich immer. Ich bin mir sicher, dass Binetti... Wir haben es richtig gut, wie sie so unbeschwert im Spiel nachgehen. Während ich in den Abgrund blicke, wenn ich mir das bloß abgewöhnen könnte. Die Frage ist nur, wie? Ihr habt das Ding nicht selbst gefaltet. Das ist nicht gut. Aber was mache ich jetzt mit meiner verbleibenden Zeit? Wie ertrage ich es bloß, bis zum Ende in den finsteren Abgrund zu blicken? Einer wie du, das ist schwer zu sagen. Die Reisner haben wunderbare öffentliche Einrichtungen geschaffen. Parks, Büchereien, Streichizoos, damit sie nicht daran denken, an das, was kommen wird. Leider fehlt dir erstens die Zeit und zweitens das Geld, sowas zu erschaffen. Da hast du wohl recht. Du wolltest es wissen. Ich krieg ein Kaugummi. Wenn ich doch nur auch so etwas erschaffen könnte. Hey, lass das! Du hast vielleicht Nerven, jetzt muss ich dich für mein Geld hier rumschütteln. Das ist es. Damit gehe ich in die Geschichtsbücher ein. Armer Gus, ich habe die ganze Nacht vor Sorgen um ihn fast nicht geschlafen. Ja, ich habe noch nie erlebt, dass einer so... Was ist denn das? Hallo, Gus. Seid alle herzlich gegrüßt. Das ist doch wohl nicht das, was es ist? Das ist es. Ich habe beschlossen, die letzten verbleibenden Stunden damit zu verbringen, den Galliminator 6000 zu bauen. Ich muss es nur schaffen, dass Gellman auf diese Wärmflasche tritt. Dann fällt der Käfig hier runter und bam, draußen hänge ich ein Schild mit Bitte nicht füttern auf. Jeder von uns hat schon mal davon geträumt, so eine Falle zu bauen. Aber du bist der Einzige, der sie auch tatsächlich gebaut hat. Gus, kommst du nicht mit? Ich habe keine Zeit. Ich will in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, das ist mein Ziel. Niemand ist perfekt. Wir alle machen unsere kleinen Fehler. Das Entscheidende ist, dass wir sie korrigieren, bevor noch Schlimmeres passiert. Miss Crosby, wovon reden Sie überhaupt? Mir ist beim Korrigieren ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Dein Ergebnis war nicht 101%, sondern 10,1. Trotzdem immer noch besser als sonst. Wenn TJ die Arbeit verhauen hat, was ist denn dann mit der Vorhersage? Sie ist gar nicht eingetroffen. Dann hat die Vorhersage bei TJ eben nicht gestimmt. Aber in allen anderen Fällen stimmte sie. Zum Beispiel bei meinen 50 Dollar. Das Baby gehört mir ganz allein. Hey, diesen 50-Dollar-Schein hat mir mein Dad geschenkt. Den habe ich verloren. Ach, hör doch auf. Vielleicht liegen noch hunderte von diesen Dingern da draußen. Mit der Seriennummer A56782351. Leg wohl, du geliebter Schein. Es hat wohl nicht sollen sein. Jetzt stimmt eine weitere Vorhersage nicht. Gut, dass ich meine Reise auf die Galapagos-Inseln ganz normal gewonnen habe, sonst würde mir der Schweiß auf der Stirn stehen. Miss Grundler, jetzt spiele ich hier schon wieder für Sie den Botenjungen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mir das nicht passt. Wieder ein Telegramm. Ich würde gern wissen, was da drin steht. Sie kann an der Reise zu den Galapagos-Inseln nicht teilnehmen, weil sie erst 9 ist. Meine Reise. Und das bedeutet, dass keine von den Vorhersagen richtig war. Das heißt, dass Gus gar nicht das Schicksal von Stinky Peterson erwartet. Aber wenn der arme Kerl jetzt tatsächlich den Galliminator einsetzt... Dann wird er Galmanisiert. Das Essen ist schon zu Hause. Ich hab kein Geld. Dann leih dir was. Hey, Galman. Hä? Ich, Gus Griswold, sage dir, dass du ein dicker, nasenbohrender Feigling bist. Komm und hol mich doch, du Riesenbaby. Galman ist ein Feigling. Galman ist ein Feigling. Galman ist ein Feigling. Gus, hör auf damit. Die Vorhersagen stimmen nicht. Was geht dir vor? Miss Finster, nein! Gellman nicht füttern, Gus Griswold. Griswold! Du wolltest mich in dieses Ding da einsperren? Ganz recht, Gellman. Und wenn du noch ein einziges Mal missbrauchst, dann wirst du für ewig eingesperrt.
ihr Kinderlein. Lasst mich hier sofort raus! Die 50 Dollar hätte ich gern behalten, aber Gast deswegen zu Sinky Peterson zu machen, waren sie nicht wert. Genauso wenig wie das Ergebnis in der Klassenarbeit. Nicht mal die Reise auf die Galapagos-Inseln. Ja, wir sind alle froh, dass das nicht dein letzter Tag ist. Aber es ist mein letzter Tag. Der letzte Tag, an dem ich nach dem Unterricht gleich nach Hause darf. Miss Finster lässt mich ab jetzt bis zur 6. Klasse jeden Tag nachsitzen. Zumindest bist du noch am Leben und hast Gelm in den Schreck seines Lebens eingejagt. Es könnte ja sein, dass er ab jetzt aufhört, die Schwächeren zu quälen.